Frauen mit nur 4,6 Sekunden dahinter. Die Oberschenkel brennen, sie braucht Erholung eigentlich. Und das sieht man. Ja, da kommt schon der Überholvorgang von Magdalena Neuner mit viel Selbstvertrauen. Hat sich kurz noch einmal umgeschaut, wer kommt dahinter noch? Wo ist Thora Berger? Vielleicht hat sie sogar nach der geschaut und schafft es wieder mal. Jetzt ist sie ganz entspannt, jetzt ist sie sicher. Gratulation an Magdalena Neuner, Weltmeisterin im Massenstart. Eine noch. Oh ja, ja! Sehr stark. Magdalena Neuner kommt durch. Die Russin muss zweimal nachladen, die Weißrussin. Französin schießt noch. Zweiter Platz für Magdalena Neuner. Ganz große Klasse. Jetzt schauen wir mal auf die Uhr. Das wird eng. 24,7 Sekunden. 12 Sekunden, das sind noch 12 Sekunden. Die ganze Abfahrt wird Beinarbeit gemacht. Da wird durchgearbeitet. Komm, weiter geht's. Zieh weiter und dreh. Mehr geht nicht. Auch Rico Groß am Anschlag. Sie kommt, wenn die Perspektive nicht ganz täuscht hier, fliegt sie heran. Sieht auch schneller aus. Magdalena Neuner sichert sie sich selbst hier die dritte Goldmedaille. Sana Kostenko, da ist sie schon vorbei. Magdalena Neuner, da gibt es kein Federlesens. An der Strecke wird sie angefeuert und jetzt wollen sie vorbei, da die deutschen Damen auf die erste Position zurück. Miriam Gössner allen voran, die mit den zwei Strafrunden das Quartett zunächst in die Defensive gebracht hat. Die wird jetzt richtig froh sein und nun die Oberschenkel weh. Aber den Schmerz, den nimmt man gerne, ganz bestimmt. Goldmedaille für die deutsche Damenstaffel mit Andrea Henkel. Auch die wird froh sein. Mit Miriam Gössner, Tina Bachmann und einer überragenden Schlussläuferin, Magdalena Neuner.